Vier Spieler, die gegen Palermo in der Anfangsformation standen, saßen heute zu Beginn der Partie auf der Bank. Die vielen Spiele gehen am FC Thun doch nicht ganz spurlos vorbei. Stefan Andrist ließ sich die Strapazen der letzten Tage aber nicht anmerken. Andrist, Xamax-Torhüter Jean-François Bedenik bestand den ersten Test. Die nächste Szene gehörte einem Weltmeister, dem neuen Xamax-Stürmer Haris Seferovic. Der U17-Weltmeister kam nach 10 Minuten an den Ball und zog sofort ab. Es blieb aber beim 0:0. Die Einheimischen erarbeiteten sich die nächste Chance 2 Minuten später. Lustrinelli mit einer perfekten Vorlage für Andrist. Bedenik musste sich keinen Millimeter bewegen. Der Kopfball von Andrist kam haargenau auf den Xamax-Torhüter. Das war die beste Gelegenheit der ersten Viertelstunde. Danach dauerte es bis zur 31. Minute und diesem Freistoß für Thun, bis sich wieder etwas ereignete. Marco Schneuli, Bedenik und Baito verhinderten gemeinsam Schlimmeres. Die Thuner übernahmen immer mehr das Spieldiktat. Stefan Andrist. Und in der Mitte kam Lustrinelli den berühmten Schritt zu spät. Vorbereiter Andrist war praktisch an jeder gefährlichen Thun-Aktion beteiligt. Auch bei der nächsten Chance stand Andrist im Mittelpunkt. Aber ein Tor wollte auch ihm nicht gelingen. Kurz vor der Pause diese Szene. Bikana fräste Schneuli um und weil er schon verwarnt war, zeigte Schiedsrichter Laperriere dem Kameruner völlig zu Recht die gelb-rote Karte. Die erste Halbzeit endete schlecht für Xamax und die zweite begann noch schlimmer. Nach wenigen Sekunden. Andrist. Mit der Flanke. Baito. Unbedrängt mit dem Kopfball an den eigenen Pfosten. Unglaublich! Baito schrammte um Zentimeter an der fristlosen Kündigung vorbei. Glück gehabt! In der 55. Minute Xamax mit einem Entlastungsangriff. Seferovic kam noch an den Ball und kassierte dafür einen Check von Da Costa. Der Einsatz von Seferovic wurde nicht belohnt. Der Ball ging am Tor vorbei. Aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte eigentlich nur der FC Thun. Nun, eigentlich spielte vor allem Stefan Andrist. Der Außenläufer machte alles, alles, außer einem Tor. Nach 66 Minuten der nächste Thuner Versuch mit Lescano. Schneuli. Der Ball kam zu Andrist, wem sonst, aber auch diese Chance konnte der Thuner Mittelfeldspieler nicht verwerten. Den Rest der Partie schenken wir uns. Xamax brachte zu 10 nichts mehr zustande und Thun zollte wohl den Strapazen der letzten Tage Tribut. Dennoch, Stefan Andrist hätte Thun heute zum Sieg schießen müssen. Wir haben es schon ein bisschen Mühe. Donnerstag Spiel gegen Palermo. Gottmütig haben wir schon gespürt. Aber eigentlich sollte man das Spiel gewinnen. Also, ich hatte sehr viele Chancen gehabt, aber heute hat echt den Ball nicht rein. 0:0 zwischen Thun und Xamax. Die Berner Oberländer bleiben auch im achten Spiel in dieser Saison ungeschlagen.